Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jo, und das wird hier, wie ihr schon gelesen habt, ein Craft-Update. Und zwar wieder zu dem Thema ATCs. Wirklich diesmal wieder ATCs. Thema war diesmal Weihnachten modern oder traditionell interpretiert. Genau, ich habe da mal was hier bastelt, nicht? Es sind 18 ATCs geworden. Ich habe hauptsächlich, naja, also das Papier ist nur Restpapier von meinem vorherigen Bastelprojekten, logischerweise, sonst wo soll ich sonst Restpapier herbekommen? Logisch, logisch, logisch. Das Thema kommt wieder wie immer aus der Facebook-Gruppe Renis Bastelkaoase. Wenn ich dran denke, verlinke ich wieder alles unten in der Informationsbox. Nicht? Und dann wollen wir doch gleich mal starten. Habe ich das jetzt ja eigentlich alles in der richtigen Reihenfolge? Natürlich nicht. Und zwar mit diesen kleinen Scheißerleins hier. Ja, ganz simpel, ganz einfach. Ich fand die so niedlich, die brauchten gar nicht mehr. Hier. Und den kleinen Scheißelein hier. Ja, die drei sind es geworden. Und zwar heißen sie X-Max, X-Max, X-Max Cutie, Cutie Sweets. Und jo, da sind sie entstanden. Die drei Hübschileins hier. Dann sind, wie gesagt, aus Restpapieren. Das Papier ist nicht immer gleich, aber das Thema. Und zwar Falala Nice mit dem kleinen süßen Wauzebautz hier. Dann Going to Decorate the Christmas Tree. Und dann soll man noch ein bisschen enjoyen. Und die heißen Tierische Weihnacht. Oh, habe ich es auch noch in der falschen Reihenfolge? Egal. Auf jeden Fall heißen die Tierische Weihnacht und kommen in diesem Kleid daher. Hui. Man krabbelt die Nase. Falsch im Dreck oder es gibt Geld. Dann, oh, diesen haben wir die. Let's build a snowman. Hugs, Kisses, Much Love und Merry Christmas. Und die drei Kollegen heißen Pinguin Weihnacht. Genau. So sieht's aus. Klaus. So, dann. Uch, Hundehaar. Das tut mir sehr leid, wenn das irgendwie jemandem mal passiert, von einer Tauschpost oder Post von mir ein Hundehaar zu beinhalten. Es tut mir leid, ich habe Hunde. So, da haben wir hier die kleine Eule mit dem Briefchen. Da haben wir den kleinen, die das kleine Seerobbe. Hund war, naja, wisst schon, im Karton. Und dann haben wir hier noch der Rotkehlchen mit der Post. Und zwar heißen die Post für dich. Lach, wie simpel und einfach. Warum habe ich die hier alle so durcheinander? Sauerei. So, ja, Post für dich. Heißen die drei. Das sind Sticker. Hier sind Sticker. Hier habe ich mit 3D Foam Pads gearbeitet. Hier auch. Und manche ist auch direkt aufgeklebt. Dann habe ich die drei Kollegen für euch. Ja, mal mit dem Abendstern schön überm Haus, ne? Ist klar. Und die heißen Wichteldorf, die drei Kärtchen. Und das ist schon wieder in die falsche Reihenfolge. Ich könnte schreien. Nein, mache ich nicht. Das wollt ihr auch nicht hören. Und dann, last but not least, habe ich noch diese drei Kollegen. The Hot Chocolate. Dann
cozy and warm. Und mit 3D-Pads gearbeitet. Und der Christmas Morning. Ja, in anderen Ländern rasselt man ja am 25., wenn man oben schläft und ein Haus hat und oben schläft, so rum, die Treppen runter und findet unter dem Weihnachtsbaum die Geschenke. Deswegen mal so. Und die drei heißen Hot Cozy and Xmas. Genau, die durften es sein. Mach mal schnell noch ein Thumbnail. Ich mach Dazu da mal habe ich sie Pause. gleich. Wieder weggeräumt und dann zeige ich euch noch, mit welchen Materialien ich gearbeitet habe. Und zwar habe ich mit dem Paperlux Block Scandinavia gearbeitet. Dann mit dem Papercraft Set. Mit diesem Papercraft Set. Oh Gott. Und mit dem Restpapier von diesem Christmas 30x30 Block vom Action. Ja, des Weiteren habe ich Cardstock von den habe ich jetzt vergessen rauszusuchen, von den Blöcken vom Action, wo das Kraftpapier, das Schwarz und das Weißpapier drin war, da waren noch Reststücke übrig und da habe ich mir das zurechtgeschnitten, da kamen genau 18 Stück raus. Dann den Eckenabrunder, dann mit 3D Foam Pads punkten vom Pad Tape, ganz normal dem Tiki Glue vom Action. Und ich habe diesmal das Glossy Essence. Ach, naja, ihr wisst schon, wie man es ausspricht, ne? Ausprobiert. Und zwar, das habe ich euch gar nicht so richtig wirklich gezeigt. Und zwar beim. Na, kommt her. Wichtel Village. Da hole ich euch das mal raus. Ich hoffe, das kann man so ein bisschen sehen. Habe ich hier mal die Fenster ein bisschen glossy accentest. Na, ihr wisst schon. Ein kleiner schwarzer Krümel. Ja, hier sieht man es auch wieder. Na, was du mit deiner kleinen Batscherhand hier rein wollen. Und auch hier habe ich das Glossy benutzt. Das dazu. Und an Distress-Oxid-Kissen habe ich benutzt Peacock Feathers. Nein. Deckel verloren, Deckel verloren. Mist. Kleine Sekunde, kurze Panik. Muss mal schnell sauber machen. Hab den Deckel verloren. Ach Mann. Warum muss das immer mir passieren? Dann habe ich benutzt. Ach, nutze ich total ja gerne. Abaddon & Coral. Warum halte ich das jetzt eigentlich so affig? Ach ja, weil ich ja reingedatscht habe. Naja. Gut. Knut lässt sich nicht ändern. Und dann habe ich zwei meiner neuen Farben ausprobiert und das wäre Crack Pistachio. Und komm her, kleiner Schlingel. Waltet, wieltet, wachwultet, weil du waltet. Violet. Genau, die durften mal zum Einsatz kommen. Das habt ihr ja gesehen. Hab bisschen entweder die ATC selber oder den Hintergrund. Beinkt, Dingsbumst. Und ich meine, die ATC-Größe ist ja mal die gleiche, 2,5 mal 3,5 Inch. Zentimeter habe ich vergessen aufzuschreiben, merke ich mir immer nie. Und ich weiß, dass welche dann gerne auch den Untergrund, also dort, wo man was draufklebt, also die erste Lage, gerne in 2, 3 Achtel und mal 3, 3 Achtel nutzen. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe mich diesmal für die Größe 2 1 Viertel mal 3 1 Viertel
entschieden und deswegen sind da auch, falle ich um, schön meinen Fuß gezeigt, die breiteren Ränder entstanden. Habe ich bei meinen Herbst-ATCs gemacht und bei den Winter-ATCs habe ich es, ich glaube, mit dem 2/3 mal 3/3 Inch gemacht. So. Jetzt hole ich nochmal tief Luft und kram mal, weil ich habe meins nämlich schon bekommen. Mein Tauschbriefchen aus. Diesmal hänge ich hinterher und schalte mich gleich wieder dazu. Bin wieder da. Nicht wundern, warum hier schon wieder dieses komische Licht daherkommt. Es ist schon wieder kaputt gegangen. Das andere. Es hat immer solche Aussetzer. Naja, ich krieg. Oh, na, mal gucken, wie lange es hält. Das gefällt mir besser. Mal gucken, wie lange es durchhält. Ja. Die liebe Gabi. Du weißt Bescheid. Hat mit mir den Tausch. Ja, seht ihr, das meine ich. Ah, ich gebe es auf. Ja, ich habe ihr es schon bekommen. Wenn ihr das Video seht, hat sie ihr es auch schon bekommen. Ich hänge aber hinterher und es tut mir total leid. Und, aber naja, gut, ich habe euch ja schon informiert in meinem Flamingo-Info-Video. Oh, jetzt dreht es völlig durch. Auf jeden Fall hat die Liebe mir einen Umsch oh, mein Knie. Einen Umschlag selber gebastelt aus Papier. Aus Papier. Und ich kann das jetzt bloß nicht umdrehen. Da stehen noch die Adressen drauf und ich habe nicht abgeklebt. Und ich habe mir das schon mal ein bisschen angeschnitten, aber oh, es hat sich schon wieder gut zugeklebt. Ja. Ich habe auch noch nicht reingeguckt. Ich habe es bloß aufgeschnitten, weil es etwas schwierig ging. Und zwar deswegen. Weil sie echt gut geklebt hat, die gute Zuckerschnute. So. Jetzt aus dem 30 mal 30 Block gemacht. Ja, ist ja auch in Ordnung. Finde ich cool. Ja, was haben wir denn da? Mal gucken die, dass hier irgendwo was draufsteht, was ich nicht sehe. Thank you. Ich nehme mal an, so wie das aussieht, sind hier die ATCs drin. Ich gucke erstmal schnell, ob hier irgendwo irgendwas draufsteht, was ich nicht in die Kamera halten soll. Nee, das und das geht. Hier ist noch ein Brief, den mache ich schnell auf. Der ist auch schon wieder hier safe zugeklebt. Oh, naja, klar. Ich zerreiße es wieder. Moment, Moment. Gleich offen. So. Ja, kann ich schnell gucken, nicht, dass ich irgendwas. Nee, gut. Ich gucke zuerst hier rein. Holiday Greetings. Ja, das ist cool. Das mag ich. Das mag ich voll. Das ist so Vintage-Style. Cool. Die ist niedlich. Und ich finde das Auto mit dem Weihnachtsbaum sowieso so cool. Bei den Motiven allgemein. So, jetzt muss ich aufklappen, mal, ob nicht was drin steht, was nicht drin. Einen lieben Weihnachts- und guten Rutschwunsch sende dir und deinen Lieben. Gabi, ganz ohne Goodies ging es dann doch nicht. Ja, und das sind die Goodies. Sehr schön. Ja. Du weißt ja nicht, welche Goodies du bekommst. Also zumindest nicht aus dem Video. Doch nach dem Video weißt du. Ach, ist das blöd, wenn man vorher was aufnimmt und Ast hochlädt, wenn jemand schon was bekommen hat. Ah, auf jeden Fall danke für diese übelst süße Karte. Ja, wir hatten eigentlich gesagt, dass wir uns keine Goodies zuschicken wollen, sondern uns das mal nur bei den Karten belassen wollen. Ha, ich sehe es, wie es funktioniert hat, meine Liebe. Ja, und da. Ich weiß, warum du mir den geschickt hast. Sehr schön, da freue ich mich. Ja, auch das könnte man auch wie ein Kleinkind stundenlang machen, oder? Oh, völlig doof. Naja. So. Was hat sie hier? Hier hat sie auch aus dem Dschungelpapier was gebastelt.
Ein Flamingo-Label. Das ist ganz dick. Ah, das ist so ein Artist Trading Coin. Ja, cool. Extra für mich steht da drauf. Spezial. Ja, cool. Eins von eins. Und nur für mich. Oh, süß. Guckt euch an. Nur für mich. Nur für mich. Mich, 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 mich. Ganz für mich allein. Ganz für mich allein. Ganz für mich allein soll der sein. Da freue ich mich. So, und jetzt schauen wir mal. Oh, hochsicherheitsverpackt hier. Hat sie für mich. ATCs gebastelt. Weihnachten traditionell modern. Also und oder. Oh, was hat sie hier gemacht? Wartet mal, ich hole das mal ein Stück raus. Sie hat das mit irgendwas. Mit Glitzer. Es ist irgendwie mit einem Lackversiegel total cool. Das glitzert so leicht. Und hat sie extra ein Bild für mich ausgemalt. Hat sie sich die Mühe gemacht. Oder hast du das selber gemalt? Oder hast du gestempelt und ausgemalt? Cool. Es glitzert. Total cool. Was haben wir hier? Achso, du kannst ja mal lesen, was vielleicht drauf steht. Winterdorf 254. Ja. Dann hat sie hier. Was hat denn für ein süßes Kerlchen? Ach Gott. Aber guck mal. Das ist auch wieder mit irgend so einem Glitzer Gedöns über. Vor allem, ich denke mal, wie sagt man denn dann so? Lack. Ich komme nicht drauf. Sie gestempelt und den kleinen Kerl ausgemalt und den Hintergrund gemacht. Cool. Oder ist das eine Serviette? Was ist das? Es fühlt sich total krass an. Aber der ist niedlich. Der ist niedlich, der Kleine. Küken. Das heißt Küken. Küken heißt es. Ach, das sieht aus wie ein kleiner Kobold. Aber gut, wenn man hier ganz genau hinguckt, ist ein kleiner süßer Schnabel. Oh Gott, ist der süß. So, und wen haben wir? Oh Gott, sind die süß. Oh Gott. Ich bin nicht, aber echt, ich bin neugierig. Ich will wissen, was das ist. Das ist Serviette. Serviettentechnik. Und hast du mit so einem Serviettenkleber mit Glitzer gearbeitet? Ach Gott, süß. Die sind süß. Ach, die kleinen Scheiße. Wie heißen die? Ach, hier, Serviettenwichtel. Ach Gott, ja, die Serviettenwichtel. Ach, wie süß. Ja, da freue ich mich aber drüber. Und auch die Verpackung so übelst nüdelig gemacht. Ja. Ich kann nicht was sagen soll, wenn sich jemand immer so eine Mühe macht. Ich freue mich gerade ganz doll. Ein bisschen hier zurechtrücken, damit das alles schön auf Foto kann. Wer ein schönes Foto haben. Was soll ich sagen? Die sind so niedlich. Guti. So sind da alle hübsch in Szene gesetzt. Ich freue mich gerade ganz doll. Kriege ich wieder eine Seite, mein Buch voll. Yay! Freue mich, freue mich, freue mich. Doch, ich freue mich wirklich ganz doll. Süß. Oh, ich bin schon wieder nur gerade am Klotzen, kann gar nicht richtig reden. Schön, ich freue mich ganz, ganz doll. Danke, 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 danke. Ich hoffe, dir gefallen meine auch irgendwie. Und euch anderen wünsche ich einen schönen Morgen, Mittag, Abend, einen schönen Start in die Woche oder ins Wochenende, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Und ich sage tschüss, ciao, ciao, tschüss.